Kann man in Dubai mit Offplan-Immobilien wirklich Geld verdienen? In diesem Video werde ich dir alles Schritt für Schritt erklären, damit du genau verstehst, ob es eine lohnende Gelegenheit ist, in Offplan-Immobilien in Dubai zu investieren. Herzlich willkommen, ich bin Eugen Simbelmann von Dubai Finanz. Ich helfe deutschsprachigen Investoren dabei, in Dubai erfolgreich in Immobilien zu investieren und habe als Finanzierungsspezialist exzellente Bankkontakte, von denen auch du profitieren kannst. Möchtest du die Wahrheit hinter Off-Plan-Immobilieninvestments erfahren? Ist das wirklich ein so lohnendes Investment, wie man es von vielen Maklern oder auf Social Media hört? Bevor wir darauf eingehen und uns verschiedene aktuelle Statistiken zum Immobilienmarkt in Dubai gemeinsam anschauen und auch einen Blick auf oft übersehene Risiken werfen, bei denen Investoren schon sehr viel Geld verloren haben, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was Off-Plan-Immobilien in Dubai sind. In Dubai bezeichnet man Off-Plan-Immobilien als Immobilien, die sich beim Verkauf noch in der Planungs- oder Bauphase befinden. Wer mich schon länger hier auf YouTube verfolgt, weiß, dass ich ein Investment in diese spezielle Form von Immobilien sehr kritisch sehe. Das liegt daran, dass Bauträger extrem hohe Provisionen an Makler bezahlen, die zahlungskräftige Kunden von einem Kauf überzeugen. Doch das ist an sich gar nicht mal das Problem. Viel größer sind die unzähligen Risiken, auf die ich gleich noch kommen werde. Denn oft wird ein komplett falsches Bild an interessierte Immobilienkäufer vermittelt. Es wird von sofortigen Gewinnen gesprochen und schnellen Flip-Möglichkeiten. Damit meine ich, dass oft davon gesprochen wird, dass man als Käufer innerhalb von wenigen Monaten nach dem Kauf einer Off-Plan-Immobilie diese mit einem Gewinn von 20% oder 30% wieder verkaufen könnte. Eine Erklärung, die erstmal plausibel klingen mag, ist, dass sich beim Launch eines Off-Plan-Projektes, also der Veröffentlichung und Vorstellung ganzer Hochhäuser, innerhalb von wenigen Tagen oder sogar Stunden ausverkaufen und das scheinbare rare Gut, die Wohnung, nun gleich wieder teurer verkauft werden kann an Käufer, die eben nicht das Glück hatten, eine der sogenannten und begehrten Wohnungen zu ergattern. Doch stimmt das wirklich? In Wahrheit hat niemand etwas zu verschenken oder verkauft etwas unterhalb des erzielbaren Preises. Auch nicht Bauträger. Geschickt schaffen sie es aber, einen Hype um Off-Plan-Immobilien aufzubauen und auch heute noch viele Käufer vom schnell verdienten Geld zu überzeugen. Dass das nicht der schlauste Weg ist, dazu komme ich gleich. Lass uns nun aber erstmal aus der Helikopterperspektive einen Blick auf die wichtigsten Marktdaten zum Immobilienmarkt in Dubai werfen und gemeinsam herausfinden, was wir daraus gerade in Bezug auf Off-Plan-Immobilien ableiten können. Anschließend nenne ich dir oft übersehene Risiken und am Ende erhältst du eine neutrale und unabhängige Zusammenfassung des Marktes und Einblicke. Als Gutachter für Immobilienbewertungen in Dubai, akkreditiert vom Dubai Land Department, kannst du sicher sein, dass ich genau weiß, wovon ich spreche. Lass uns also jetzt einen Blick auf die Datensammlung werfen. Lass uns hier einmal eine Auswertung aller Off-Plan-Projekte, die bisher verkauft wurden, anschauen. Die Balken sind Darstellungen der jährlich verkauften Off-Plan-Projekte. So sieht man mit 107.205 Einheiten eine Spitze in der Anzahl der verkauften Off-Plan-Projekte 2023, also im letzten Jahr. Und auch für 2024, also dieses Jahr, liegen wir Stand Anfang August bei 77.854 verkauften Einheiten, die beim Dubai Land Department im sogenannten OQ-System registriert wurden. Aller Voraussicht nach bedeutet das, dass dieses Jahr noch einmal mehr Off-Plan-Projekte verkauft werden als letztes Jahr. Klar, denn der Dubai-Immobilienmarkt ist einer der attraktivsten Immobilienmärkte der Welt. Das zieht Menschen aus aller Welt an, die hier in Immobilien investieren und vom Wachstum der Stadt profitieren möchten. Für Immobilienkäufer ohne Marktkenntnis könnte man annehmen, dass es nur Off-Plan-Immobilien zu kaufen gibt. Doch was übersehen Käufer von Off-Plan-Immobilien wirklich? Dubai ist bekannt für die hohen Mietrenditen. So zeigt auch folgende Grafik anschaulich die Marktdynamik Dubais. Ganz rechts siehst du die aktuellen Miethöhen zum letzten Stichtag. Am 1. Juli 2024. In blau sind die durchschnittlichen Preise je Square Feet in Dirham. Aktuell bezahlt man also 114,80 Dirham je Square Feet. Das entspricht für Apartments eine Jahresmiete von 308 Euro je Quadratmeter oder knapp 26 Euro je Quadratmeter und Monat. Wie die Grafik zeigt, sehen wir dem Corona-Tief 21 eine starke Erholung im Mietmarkt.
Für Häuser liegt die durchschnittliche Miete bei 271 Euro je Quadratmeter und Jahr oder knapp 23 Euro je Quadratmeter und Monat. Vergleichsweise hohe Mieten liegen zum Beispiel im zweiten Quartal 2024 die durchschnittlichen Mieten in München bei 18,85 Euro und auch in Berlin liegt man mit 17,23 Euro pro Quadratmeter deutlich unter Dubai. Und auch andere Weltmetropolen wie Mailand mit 22,40 Euro pro Quadratmeter haben niedrigere Mieten als in Dubai. Die hohen Mieten Dubais führen auch zu den hohen Mietrenditen. Lass uns dazu einmal auf folgende Grafik blicken. In Blau, auch hier zum Stichtag des 1. Juli 2024, liegt die jährliche durchschnittliche Mietrendite in Dubai bei 7,5% Bruttorendite, wohingegen die Bruttorendite von Häusern bei deutlich niedrigeren 5,4% liegt. Das liegt auch daran, dass gerade Häuser von Eigennutzern gekauft werden und die höheren Kaufpreise nicht im gleichen Verhältnis in Form von Mieten zu realisieren sind. Doch zeigt uns die Grafik noch etwas Interessantes. Bis auf den Rückgang 2021 zur Corona-Krise sind die Mietrenditen verhältnismäßig stabil und halten sich trotz steigender Kaufpreise. Das zeigt anschaulich, wie stabil der Immobilienmarkt in Dubai ist. Doch zeigt es auch ein weiteres wichtiges Detail zum Immobilienmarkt, der gern übersehen wird. Dubai bietet hohe Mietrenditen, die allerdings erst ab der Fertigstellung der Immobilie möglich sind. Und hier komme ich zu einem entscheidenden Detail, das von vielen Off-Plan-Käufern übersehen wird. Denn wer auf eine Mietrendite von netto 7% über einen Zeitraum von nur 3 Jahren verzichtet, verzichtet auf 21% der Ertragsfähigkeit der Immobilie, gemessen am Kaufpreis. Wenn man nun davon ausgeht, dass sich fertiggestellte Immobilien und Off-Plan-Immobilien in einem ähnlichen Verhältnis in Sachen Wertsteigerung entwickeln, entfällt hier die oft genannte Argumentation, dass nur Off-Plan-Immobilien im Wert steigen. Das macht soweit auch keinen Sinn, denn fertiggestellte Immobilien sind viel marktgängiger und haben aufgrund ihrer Bestandskraft die Möglichkeit, gleich bezogen oder auch vermietet zu werden und sind damit wirtschaftlich viel besser nutzbar als nur eine Baustelle, die dann in Zukunft einen Bauzustand fertiggestellt wird, der beim Kauf der Off-Plan-Immobilie eine der vielen unbekannten Variablen ist. Und auch das ist eine Wahrheit, die gern verschwiegen wird. Weichen Off-Plan-Immobilien teilweise deutlich von den computergenerierten Bildern in Verkaufsprospekte ab. So sind Abweichungen in der Fläche von 10% und mehr nichts Ungewöhnliches und vertraglich sogar vom Käufer akzeptiert. Wenn man hierzu im Detail die teilweise katalogdicken Verträge prüft, aber das macht praktisch kaum ein Käufer. Und hinzu kommt, dass der Weiterverkauf von Off-Plan-Immobilien deutlich schwieriger ist und bei weitem kein Selbstläufer mit sicherer Rendite ist. So gibt es viele Verkäufer, die es nicht schaffen, überhaupt irgendeinen Verkaufsgewinn zu erzielen. Vielmehr liegen hier immer wieder Angebote vor, bei denen der Verkäufer bereit ist, zum ursprünglichen Kaufpreis zu verkaufen. Und das heißt Jahre nach dem Kauf. Konkretes Beispiel von letzter Woche. Ein Investor hat im Projekt Peninsula in Business Bay einen Bestand von 10 Wohnungen zum Verkauf. Verkaufspreis ist dabei der ursprüngliche Einstandspreis. Der Verkäufer verzichtet sogar auf den bereits bezahlten Aufschlag von 4% der DLD. Denn die 4%ige Grunderwerbsteuer hat er bereits bezahlt. Würde er nun diese Objekte zum Einstandspreis verkaufen, liegt sein Verlust bei 4% und das bei einem Investmentdauer von knapp 2 Jahren. Wohlwissend, dass die Immobilienpreise im gleichen Zeitraum in Dubai je nach Projekt um 50% und mehr gestiegen sind. Und damit komme ich auch schon zu meinem nächsten Punkt, den Opportunitätskosten. Denn was hätte der Investor wohl Besseres mit seinem Geld machen können und welche besseren Optionen gäbe es für ihn? Welche persönliche Empfehlung ich habe, dazu komme ich gleich, aber zuerst ist es wichtig zu verstehen, wie wichtig es ist, das eigene begrenzte Eigenkapital sinnvoll zu investieren. Dabei auch die risikobereinigte Rendite im Blick zu haben, auch eine wichtige Kennzahl, die oft übersehen wird. Die risikoadjustierte oder auch risikobereinigte Rendite ist ein Konzept aus dem Finanzwesen, das die Rendite einer Investition im Verhältnis zum Risiko, das sie trägt, misst. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Methode zum Vergleich der Rentabilität von Investitionen mit unterschiedlichem Risikoniveau.
Diese Kennzahl ist von entscheidender Bedeutung, da sie ein klares Bild von der Performance einer Anlage vermittelt, indem sie nicht nur die reinen Renditen berücksichtigt, sondern auch, wie hoch das Risiko war, um diese Renditen zu erzielen. Off-Plan-Immobilien haben neben den eben angesprochenen Nachteilen auch viele Risiken. So droht bei Zahlungsverzug der Payment-Plans, dass sie die Zahlungspläne, die Bauträger den Immobilienkäufern zur Verfügung stellen, ein Totalverlust. Schafft man es nämlich nicht, pünktlich zu bezahlen. Nach einer letzten Frist von 30 Tagen leitet das Dubai Land Department die Termination der Immobilie ein, also die Rückabwicklung. Die Immobilie geht dabei zurück an den Bauträger, und gleichzeitig sind alle bereits bezahlten Raten weg und werden auch nicht erstattet. Faktisch ein Totalverlust. Und bevor ich auf meine ehrliche Meinung eingehe, möchte ich dir ganz kurz Dubai Finanz vorstellen. Wir bieten unseren Zuschauern regelmäßig spannende Einblicke rund um das Investieren und das Leben in Dubai. Wenn dich das ebenfalls interessiert, abonniere gerne unseren Kanal. Und wenn du an unseren regelmäßigen Fragerunden teilnehmen möchtest, folge uns einfach auf Instagram und schau dir unsere Stories an. Dort kannst du Fragen stellen oder als stiller Teilnehmer dabei sein. Willst du meine ehrliche Expertenmeinung hören? Ich weiß, dass ich hier gegen die gängige Meinung vieler Off-Plan-Makler argumentiere und ich dafür sehr, sehr viel Gegenwind bekomme, stehen doch sehr hohe Provisionen auf dem Spiel. Schau, mir geht es nicht darum, meinen Profit zu maximieren. Mit meinem Immobilienbestand kann ich ganz gut leben und diese Art von Videos zu produzieren und Menschen auf professionellem Niveau und ganzheitlich aufzuklären und auch zu beraten, ist das, was mir wirklich Freude macht. Deshalb kann ich frei reden und ich bin niemands Interessen verpflichtet. Ich habe keine Kooperation mit irgendwelchen Bauträgern und kann auch deshalb frei reden. Egal, ob du für dein eigenes Investment mit mir zusammenarbeiten möchtest oder du nur meine Videos hier auf YouTube anschaust. Mir geht es darum, die besseren Alternativen aufzuzeigen. Diese kannst du selbst umsetzen oder mit mir zusammenarbeiten. Das bleibt ganz dir überlassen. Wozu ich unabhängig davon raten würde und auch etwas, wie ich das selbst für meine eigenen Investments handhabe, ist es, in Bestandsimmobilien in Dubai zu investieren. Hier erhältst du sofortige Rendite, kannst zusätzlich mit einer Immobilienfinanzierung dein Investment hebeln, auch wenn du noch nicht in Dubai lebst, so wie fast all unsere Investoren und Kunden. Damit erhältst du laufende Cashflows und weißt genau, was du kaufst, kannst die Immobilie besichtigen und dich von der Qualität und dem Zustand überzeugen. Es geht nicht nur um Wertzuwachs, sondern allein die laufenden, eben angesprochenen Mieten tragen dein gesamtes Investment. Mit der richtigen Strategie gelingt es dir damit, wesentlich besseres und sicheres Vermögen in Dubai aufzubauen und vom langfristigen Wachstum der Stadt wirklich zu profitieren. Damit befreist du dich vom Risiko eines Investments in Off-Plan-Projekte und gewinnst im Hier und Jetzt, als nur auf ein Luftschloss zu warten. Und wenn du denkst, dass das alles Sinn ergibt, was ich hier von mir gebe, und du mehr dazu erfahren möchtest, wie ich einen Mehrwert auch für dein Investment leisten kann, dann melde dich bei mir. In einem kostenfreien Erstgespräch erarbeiten wir eine Strategie, wie auch du sicher und langfristig erfolgreich in Immobilien in Dubai investieren kannst. Das kann ich dir als Investor, Finanzierungsspezialist und Gutachter akkreditiert und vereidigt vom Dubai Land Department versprechen. Geh jetzt auf www.dubai-finanz.de und buch dir ein kostenfreies Erstgespräch. Ich freue mich darauf, bald mit dir sprechen zu können. Bis bald.